Moin! Wir machen heute ein Schweinskotelett gefüllt mit Salsiccia. Los geht's! Als Beilage machen wir Mangold und den bereiten wir auch erstmal vor. Wir trennen also bei jedem Blatt den Strunk raus, weil der Strunk natürlich länger braucht, gar zu werden. Und dann werden die Stiele klein geschnitten. Nachdem wir die Blätter gründlich gewaschen haben, werden auch die etwas klein geschnitten. Außerdem bereiten wir noch ein paar Schalöttchen vor und schneiden unsere Kartoffeln zurecht, die jetzt auch gleich schon mal in den Ofen wandern. Nur noch mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Salz und Rosmarin aromatisieren. Die kommen bei 220 Grad Ober-Unterhitze so lange in den Ofen, bis sie schon eine leichte Bräune entwickelt haben. Und nun bereiten wir unser Kotelett vor. Wir schneiden da jetzt mit einem spitzen, scharfen Messer seitlich eine Tasche rein, um es mit dem Bret der Fenchelwurst zu füllen. Natürlich ganz vorsichtig, damit einerseits die Fingerchen nichts abbekommen und andererseits nachher kein Loch im Kotelett ist. Die Größe der Tasche kannst du natürlich selbst bestimmen. Bei uns haben zwei Würstchen reingepasst, aber das ist dann auch schon ordentlich dick und nicht jedermanns Sache. Wir holen das Bret aus der Wurst, füllen es in das Kotelett und verstreichen es dann nochmal. Jetzt nur noch alles mit einer Rouladennadel oder einem Holzspieß verschließen und schon geht's an den Herd. Wir lassen unsere schmiedeeiserne Pfanne ordentlich erhitzen und geben unser selbstgemachtes Butterschmalz dazu. Nun kommt unser Kotelett in die Pfanne und wir braten es von jeder Seite 3-4 Minuten scharf an. Hat das Kotelett von beiden Seiten eine schöne Farbe, machen wir unseren Herd aus und arrosieren es noch. Wir geben also Butter, eine zerdrückte Knoblauchzehe und etwas Thymian in die Pfanne und beträufeln das Kotelett mit der aromatisierten Butter. Unsere Kartoffeln haben jetzt schon Farbe bekommen, wie du siehst, und kommen jetzt nochmal für 20 Minuten bei 150 Grad mit dem Fleisch zurück in den Ofen. Die Länge der Backofenzeit hängt natürlich immer mit der Dicke des Fleischs und der Menge der Füllung zusammen. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Mangold in der gleichen Pfanne zu. Also erstmal die Stiele zusammen mit den Schalotten anschwitzen und dann mit etwas Fond aufgießen, damit die Stiele auch weich werden. Darauf kommen die Blätter und wir würzen alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nach den 15 Minuten im Ofen ist das Kotelett bei uns soweit und wir lassen das Fleisch nochmal 10 Minuten ruhen, bevor wir es dann servieren. Jetzt wird es nur noch mit Meersalzflocken und grobem Pfeffer bestreut und kann geschlemmt werden. Sieht das nicht lecker aus? Probier es auf jeden Fall aus und dann bis zum nächsten Video. Chris und Marie.